Das ist Kacke! Das ist Faschismus! Das ist Faschismus! Alter, ihr habt das mitgekriegt und ohne dass da groß was war, ist der direkt von der Polizei rübergezogen worden und ist dann jetzt im Gefangenentransporter. Also ich meine, es ist ganz klar, war, hier ist nicht, kein Anlass für irgendeine Verhaftung gewesen. Ja? Der Mann stand da am Gitter und ist dann von den Bullen einfach reingezogen worden und sitzt jetzt im Gefangenentransporter und ist ganz klar, also wir fordern die Freilassung. Und wir fordern die Beendigung hier der Besatzung unseres Kiezes. Wir leben hier, das ist unser Stadtteil. Und sie ghettoisieren uns hier, sie internieren uns hier. Wir haben das von gehört, ja, von vielen Anwohnern, die absolut die Schnauze voll haben, die sich jetzt dagegen wehren. Wir haben das von gesehen von der Frau, die hier quer über den Platz gezogen worden ist, die keine Lust hatte, zum x-ten Mal ihren Ausweis zu zeigen. Also ganz klar, wir fordern Ende der Besatzung hier unseres Stadtteils und wir fordern die Freilassung des eben Verhafteten. The change is coming, must come. Let us allow the change to come, whether they like or not. The police, the politicians, they like or not, the change are coming and we are here, no matter what. Es spielt keine Rolle, ob die Politiker es wollen oder nicht. Wechsel wird kommen und Veränderung wird kommen, weil wir sind hier und wir werden Veränderungen herbeiführen. Our brothers are sick inside there. They don't get enough of anything inside there. Are we happy? We are not happy to be here. We are not happy. No. We don't know whether they will alive or not because of all this stress. It's really a pity that we are here and we cannot go inside and we will hear them. They are dying outside there without any one of us to see them. Unsere Brüder dort drin sind krank und leiden, weil sie nicht rauskommen. Und weil wir nicht reinkommen. Sind wir glücklich hier zu sein? Nein, sind wir nicht. Es ist wirklich eine Unverschämtheit, was hier abläuft und dass die Polizei uns nicht durchlässt. At the same time, we are happy. Sad and happy. Because we, the migrants in Europe in general and in here, in Deutschland, we were sleeping. But now we woke up. We have to take our right by ourselves. We don't have to ask anybody to give back our right because it is our right to practice it here in Deutschland. That's why we are here and we will fight. Freedom of movement is everybody's right. Gleichzeitig sind wir glücklich, denn wir, die Flüchtlinge, wir werden unser Recht uns selber nehmen, uns selber kämpfen, von niemandem anders, sondern nur wir selber. Und die Bewegungsfreiheit ist Recht, ist das Recht von jedem Menschen. Wer ist denn von Ihnen hier verantwortlich für die ganze Gruppe? Wer fühlt sich von Ihnen verantwortlich? Ja, das ist er! Also haben Sie keine Kontrolle? Sie haben keine Kontrolle. Gut, es geht um Folgendes. Es geht um einen Straftatvorwurf bei dieser Person. Und aus diesem Grund werden wir die IDF durchführen. Nein, als Hinweis für euch. Das werde ich euch in jedem Fall. Was machen wir mit Polizei gestern? Das ist was Es ist doch gar kein Ausnahme. Das ist doch gar kein Ausnahme. Das ist doch gar kein Ausnahme.
Wir wohnen hier, wir wollen hier keine Polizei. Wenn wir von der Person die Personalien haben, kann die Person ganz normal wieder frei ihres Weges gehen. Ich weiß gar nicht, was hier für ein Aufstand ist. Biz Strasbourg'dan Brüksel'e yürüyen mülteciler geri döndük. Wir, die Geflüchteten, die von Straßburg nach Brüssel marschiert sind, sind wieder zurück. Does anyone wants to translate in English also? Okay, I can do it at the same time. We, the refugees from who made the protest march, the freedom march to Brussels, came back yesterday. Kapitalistler bize dolaşım hakkını yasaklıyor, ev hakkını yasaklıyor ama biz pratik olarak bu yasakları çiğniyoruz. Die kapitalistischen Länder verbieten uns, uns frei zu bewegen, aber wir brechen diese Regeln und bewegen uns frei. The capitalist countries are forbidden us to move freely, but we broke these rules and crossed the borders. Almanya'dan Fransa'ya geçtik, Fransa'dan tekrar Almanya'ya geçtik, oradan Belçika'ya geçtik. Bütün uluslararası sınırları çiğnedik. Wir sind von Deutschland nach Frankreich und dann wieder von Frankreich nach Deutschland und dann nach Belgien. Wir haben die internationalen Grenzen mit den Füßen getreten. We walked from Germany to France and from France back to Germany and then to Belgium. And we broke the international borders. We walked through the international borders. Orléans Strasse'deki işgali okulumuza saldırıyı duyunca orada destek eylemi arayışına girdik. Als wir von dem Angriff auf unsere Schule in der Orléans Strasse gehört haben, haben wir Soli-Aktion gemacht. As we heard about the eviction of the school in Orléans Strasse, we made some Soli-Actions. Almanya Büyükelçiliği işgal edildi. Ve içeride olan arkadaşlarımıza polis saldırdı. Nazi yöntemleriyle kelepçeledi, zorla gözaltına aldı. Wir haben die deutsche Botschaft in Brüssel besetzt und die Polizei hat einige von uns festgenommen mit Handschellen und hat Nazi-Methoden angewandt. The police, we occupied the German embassy in Brussels. Ja, und es waren 21 Leute übrigens, danke für die Info. 23 Leute, ja, Entschuldigung. We occupied the embassy in Brussels and the police used methods, like Nazi methods, as Turgay said, and they arrested 23 of our comrades and they were quite brutal. Biz Avrupa yollarında yapılamaz denilen birçok eylem yaptık. Lüksemburg parlamentosunu işgal ettik. Orada da polis gazla ve köpeklerle birlikte saldırdı. Arkadaşlarımızı ısırdı köpek. Birçok arkadaş yaralandı ve gözaltına alındı. Das was viele uns gesagt haben, was wir nicht machen können auf diesen europäischen Wegen, haben wir gemacht. Wir haben auch das Parlament in Luxemburg besetzt. Die Polizei hat Hunde eingesetzt, hat Tränengas eingesetzt und auch mit den Knüppeln auf uns eingeschlagen. What many people said before, what we could do, we did it on the European ways. We occupied also the
parliament in Luxembourg. And also the police was again brutal. They beat us, they used gas, and yeah. Orléans Strasse'de şu anda süren direniş tarih yazıyor. Çünkü 6 gündür polis etkili direniş sayesinde okulun içine giremedi. Das, was gerade hier in der Orléans Straße in der besetzten Schule passiert, ist geschichtsträchtig, das wird in die Geschichte eingehen, weil es einen Widerstand von jetzt nunmehr 6 Tagen gibt und die Polizei diesen Widerstand nicht brechen konnte. What happens here now in the Orlauer Straße with the occupied school, it will go into the history, because now for 6 days the police couldn't do anything against our obedience, so the school is still occupied, yeah, and this will go into the history. Berlin'de ev boşaltmalara karşı sürdürülen direnişe direniş hareketine mülteciler bir örnek sunuyorlar bu direnişin nasıl yapılacağına dair. Auch im Rahmen der Hausbesetzung bieten die Geflüchteten die Besetzung der Schule dienen sie als Vorbild. Also for the occupation of houses and buildings here in Berlin, there are the refugees who occupied the school building. They are an idol for these people. Ve mülteciler şu mesajı veriyor: biz özgürce yaşayabilmek için risk alıyoruz. Und was die Geflüchteten für eine Message geben ist, um in Freiheit zu leben, gehen wir Risiken ein. And what they are doing, what the message of the refugees are, is that we are taking so many risks into account for our freedom. Biz mülteci ve göçmen sorunlarına karşı Avrupa parlamentolarının çözüm üretmeyeceğini biliyoruz çünkü geçenki Avrupa seçimlerinde hep ırkçı partiler kazandı. Und wir wissen auch, dass die europäische Politik nichts machen wird, was das Thema Asylpolitik oder Migrationspolitik angehen wird, weil es eine Zunahme bei den letzten Wahlen von rechten Parteien gab. We also know that the European politics or politicians won't do anything against the problems what we are facing with the asylum and migration policy, and we saw this at the last elections when the right parties become stronger. Biz sokak hareketiyiz ve direnişe sokaklarda devam edeceğiz. Sokaklarda antikapitalist bir komün hayatı deniyoruz. Direnişimiz sokaklarda devam edecek. Biz kazanacağız. Wir sind eine Widerstandsbewegung der Straße. Wir führen unseren Widerstand auf den Straßen. Und unser antikapitalistischer Widerstand, unseren antikapitalistischen Widerstand werden wir auf den Straßen gewinnen. Our fight, obedience is, we are doing this on the streets, and it will also continue on the streets, the anti-capitalist obedience.